und herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Nicht wundern hier jetzt über mein Greenscreen hier. Das ist ein bisschen irgendwie. Wir haben gestern hier in der Kameraeinstellung. Moment mal. Wir hören hier immer noch den Herrn Innelum. So. So, den müssen wir mal fix verabschieden. So. Bin drüben. Bis gleich. Ich gehe mal davon aus, dass er mich natürlich wieder raiden möchte. So, wer zum Enolum hier hin möchte auf den Kanal, der kann gerne gehen. Er macht Returning, wie wir gerade sehen. Unten in der Videobeschreibung für später für YouTube-Zuschauer. Ja. Ich muss mal gerade was probieren. Ich schalte mal kurz die Kamera weg, bin sofort wieder da. So, wie sieht's jetzt aus? Noch beschissener. Warte mal. Also ich experimentiere gerade noch ein bisschen rum hier. Das ist schlimm sowas. So, ja, wir hatten hier gestern was umgestellt. Ich muss gerade noch mal gucken hier. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen besser jetzt hin, aber ich glaube nicht unbedingt. Nein, so. Wir starten gleich. Da sehen wir noch mal kurz dem Enolum hier zu. Wäre kein Hafenstadtmitglied, Mitglied, dann würde ich das nicht machen hier, das ihm zu sehen. Ich will ja nicht sinnlos Werbung für andere Leute machen hier. Aber beim Enolum und beim Piranha ist das ein bisschen was anderes. Ja, bin ich komplett verschwunden. Das einzustellen hier, das ist manchmal Wahnsinn. Da brauche ich gar keinen Greenscreen. So habe ich es ohne. Guck mal. So, jetzt seht ihr meinen Greenscreen. Das ist halt doof, ist aber doof. Den seht ihr ja jetzt auch. Das ist genauso doof. Das ist richtig bescheuert, muss ich sagen. Ja. Nee. Ach, hier klappt doch gar nichts, so wie es soll. Das ist furchtbar. So, wir ziehen uns mal hier den Dings rüber hier. So, das machen wir mal rüber hier. Jetzt habt ihr wieder gesehen, wem ich hier alles folge hier. Ist mir auch scheißegal. Ich folge natürlich nur Pornostars auf Twitch. Wenn sowas geben würde. Sagen wir so. Der Witz ist. Also, dass man näher ranholen im Bildschirm. Das wird mir dann zu klein. Ich bin ein alter Mensch, ich kann nicht mehr gut lesen. Das ist noch nicht mal ein Witz. So, jo. Okay. Ich hoffe, das passt erstmal so. Jetzt hier. Ich habe das jetzt softwaretechnisch dunkler, als ich hier eigentlich bin. Das ist alles. Wenn der Ramon das sieht, der wird wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich folge der Maus auf dem. Ja, gut, okay. Ich weiß nicht, was der Enolum jetzt gesagt hat, dass ich hier rübergehe. Ich mache jetzt einfach aus. So, was habe ich mir hier alles angeguckt? The Last of Us als Anime-Film. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, kann ich übrigens nur empfehlen, The Last of Us sich die Serie mal anzusehen. So, wir haben ja noch nicht mal Steam hier offen. Was ist das denn für eine Vorbereitung? Absolut hochprofessionell, würde ich mal sagen. So lockt man natürlich neue begeisterte Zuschauer an, indem gar nichts funktioniert. Ja. Okay. No, ja, mach mal. Steam wird aktualisiert. So. Wieso wird das jedes Mal aktualisiert? Das kann so bleiben, wie es ist. Am Ende geht wieder nichts. So. Wir machen natürlich, wie gesagt, mit Dings weiter. Mit, Du hörst, dann werden wir wohl etwas eher Feierabend machen. Eifrige Zuschauer von mir, die wissen ja, dass Freitag und Samstag immer Titan Quest bei den Kollegen ist. Und ich habe mich ja als Ersatzmann angeboten, da mitzumachen. Auch wenn ich das Spiel eigentlich so viel interessiert, als wenn in China in Sack Reis umfällt. So, ich hasse Titan Quest, ganz ehrlich. Muss ich ganz ehrlich so zugeben. Ich mache aber trotzdem mit. Was haben wir denn hier? Oh la la. So, was Forspoken. Kennt ihr das auch? Von früher? Titan Quest ist auch so ein Beispiel, ein Paradebeispiel dafür. Mach doch mal diesen grünen Rahmen hier weg, Mensch. Achso.
Ja, da gibt mir auf den Sack sowas. Oh, nee, kennt ihr das auch? Da gibt es Spieleverpackungen damals. Da waren super hübsche Mädels drauf abgebildet. Bei YouTube würde man sowas Clickbait nennen. Und was war im Spiel zu sehen? Nichts davon. So, traurig. So, aber okay. Inzwischen leben wir ja in einer Zeit von Real 3D. Das ist ein bisschen anders. Ich schon ein bisschen so hier, keine Ahnung. Das muss jetzt heute mal so gehen. Das kann ich jetzt alles nicht austesten hier, während wir hier live sind. Das ist Mist. So, Gottchen. Ich will hier mit der Maus irgendwas im OBS machen. Ich sehe die Maus in der Aufnahme hier, also im Stream. So, und folge dieser Maus mit den Augen. Was ist denn das? So, zu hören bin ich auch. Wir haben auch einfach ein bisschen was rumgepusht. Die Sache bei dieser ganzen Einstellerei ist mit dem Ramon. Das ist, ja, ist super klasse, dass wir das machen. So, ich will auch nicht, dass es falsch klingt oder so. Falscher klingt, als es klingen soll. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwann mal was hingekriegt hast, es einzustellen und es so halbwegs funktioniert, Finger nie dran rum. Lass es, wie es ist. So. Das führt sonst zu nichts. Genauso haben wir es hier jetzt wieder. Das ist nicht, ist kein, keine Beschwerde über den Ramon, es ist Beschwerde allgemein. So, ist ja egal, wer das jetzt mir hier, wer jetzt hier dann rumstellt. Ob er, ob ich, ob sonst wer. Ist scheißegal wer. Aber es wird dran rumgestellt und schon geht nichts mehr. Alles man erlebt. Das ist Erfahrung, Leute. Das ist wirklich Erfahrung. Jo. Da würde ich mal sagen, Level 31 sind wir. Wir wollen Level 35 werden. Wir wollen nämlich unsere knackegeile Rüstung tragen, die das eine Pferd hier mal ausstecken hat. Der ja, der Untote. Mach mal auf hier. Die Rüstung will ich tragen. Brauche ich Level 35 dazu. Jo. Die kriegen wir Level 35? Questen. Jo. Obwohl, wir haben ja schon eine geile Rüstung an hier. So, wir haben auch einen Helm dafür. Dafür brauchen wir was? Level 32. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Dann brauchen wir noch ein paar rote Handschuhe, damit das alles ein bisschen zusammenpasst. So. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? So, westlich ist der Brief. Wir gehen jetzt zum östlichen Armeelager und gucken mal, was da los ist. Ja, das war hier östliches Armeelager. Wir hatten hier unten die Armeelager, wo waren die? So, hier hinten waren die Orks. Die Burg haben wir ja zum Glück hier noch gemacht zum Schluss, dann gestern noch am Ende. Danke hier auf jeden Fall an den Piranha Live TV Ramon, dass er mir gesagt hat, dass es dort einen Hintereingang gibt. So, wir haben das Feuerelement, Feuerrelikt und wir haben das Linksrelikt. Und die Relikte werden wir auf jeden Fall halt auch im Auge behalten. Und natürlich unser Level hier. Wir wollen ja besser werden. Weg damit. So. Jo, den Turm haben wir gemacht. Jo, keine Ahnung. Wie gesagt, ich schätze die Türme, da gibt es noch irgendwas. Jo. Wir könnten natürlich jetzt auch die ganze Zeit die Orks schlachten gehen wie die Nassen. So. Ich bedanke mich beim Enolum für den Raid. Und herzlich willkommen. So, bevor Fragen gestellt werden, Entschuldigung für den Greenscreen, aber wir haben gestern hier gar mal Kameraeinstellungen rumgefuscht. Das ist das Resultat. No. Und ich kann jetzt nicht noch stundenlang hier rumfuschen. Ich will ja hier live gehen für euch. So, geht los. So, der Enolum und ich, wir treffen uns ja dann später noch. Ach, nee, Quatsch. Blödsinn, für ihn bin ich eingesprungen. Alter. Gottchen. Ich wollte gerade sagen, wir treffen uns bei Titan Quest, aber wie gesagt, für ihn sind wir ja in die Bresche gesprungen hier. Obwohl ich, wie gesagt, Titan Quest also ist absolut nicht mein Fall. Weißt du, das mache ich für die Hafenstadt. So verbinde ich für die Hafenstadt. Will ich ein Spiel, was ich überhaupt nicht mag. So.
Was kriege ich jetzt von dir dafür, Erinnerung? Auf die Fresse, damit ich die Schnauze halte, schon klar, danke. So, irgendwo ging es hier runter. Irgendwo war ein Tunneleingang. Da ist ein Eingang. Ach, da drüben. Wir gucken mal, was es da unten gibt, ob wir da unten irgendwas zusammenhauen können. Lieber. Weib. Die Musik ist cool. Oh, schön hier. Ja, schön hier, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. So. Guck mal, was ist denn hier? Jetzt haben wir uns unseren Zauber hier umgestellt, oder? Das ist die Wolke und das ist der Gifterguss. No. Das Problem ist, dieser Gifterguss, der zielt nur auf einen Gegner. Die Giftwolke macht mehrere. Na, wir gucken mal. Waren wir unten schon? Ich glaube ja. Könnte interessant sein. Hä? Ach, Moment mal, das ist doch diese Banditenhöhle. Das ist doch das Nest hier, wo wir. Genau, das ist die Banditenhöhle. Der zweite Hinterausgang. Oder einer von den Hinterausgängen. Na gut, dann ist hier unten nichts mehr. Dann können wir hier wieder abziehen. So. Hier rum blauer Löffel. Lalalalalala. So. Raus hier. So, ich hoffe, das Spiel ist auch laut genug dann. Nachdem wir auch gestern am Sound ein bisschen rumgemerkt haben. Oh, ja. So, wir wollen. Da gehen wir Orks schlachten. Wir probieren es mal. Auf der anderen Seite von der Stadt sind Orks. Wir gucken mal. Das Schlimmste bei dieser Schlachterei ist noch nicht mal das Schlachten an sich, sondern hinterher das Ausrollen. Das geht mir auf die Eier. Ich grüße dich. Ja, halt dein Maul. Wisst ihr was? Nehmen wir einen Gaul mit. Haben wir einen leeren Gaul? War hier hinten bei den Orks irgendwie so eine Quelle? Hier sind sich alles voller Orks. Hier muss doch irgendwo so eine Dingsquelle sein. Die sitzen doch meistens ziemlich aufeinander, diese Quellen. Ach komm, wir gehen einfach mal gucken. Ja. Jack. Ja, der Greenscreen, ich weiß, er geht wieder nie. Habe ich vorhin schon dreimal erklärt. Das ist das Problem. Wenn der eine dann kommt, der andere dann kommt, dann muss ich immer alles dreimal erklären. Kann ich dir weiterhelfen? Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es sein soll. Ja, ich kann es jetzt nicht ändern, leider. So, wir rennen natürlich jetzt schon wieder irgendwo hin, wo wir gar nicht hin wollen. So, ich meine, Notfall könnte ich den Chroma Key auch ausmachen, das wird ja komplett in Green Screen nur. Vorher wir schon dran. Ist eine Freude, ist das anderen Leid. So. Ist echt so. Willkommen hier bei Ja, uns. ja, 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 ja. Ich heirate dich nicht, ich bin nicht schwul. Und ich habe auch nicht vor, es zu werden. Ich bleibe lesbisch. So. Ja. Oben ist die Karte in der Ecke und ich drücke jedes Mal hier drauf. So. Orks schlachten. Tja. Das wird ein Spaß. Wir werden dann übrigens auch das Inventar ein bisschen aufräumen. Alles, was wir nicht brauchen hier, das schmeißen wir den Pferden in den Arsch. Sicher? Wie sicher? Was ist sicher? Was meinst du? Was willst du von mir? So.
Alter, wir sind zum falschen Tor rausgegangen. Verdammt doch mal. Oh, bist du der Leere? Nee, scheiße. Die haben alle hier irgendwelche Scheiße einstecken hier, oder? Na klar, was ist das denn? 371. Komm her, ja. Wir brauchen ein leeres Pferd. Wir nehmen das alles. Nehmen das alles mal mit hier. Wir stecken das den anderen Pferd hier in den Arsch. So, dem hier. So, wisst ihr was, dann machen wir das gleich. Da knallen wir erstmal die Rüstung hier rein. Das ist doof, dass wir hier keinen hier ziehen können, dass wir mehrere Sachen hier erwischen. Aber zumindest können wir ganze Batzen hier. Wir brauchen Platz hier in dem Ding. Wir brauchen echt Platz. Sprosse daheim suchen und Brief behalten wir. Bericht behalten wir auch. So. Den ganzen Plunder, den können wir hier rübersetzen. So. Das ganze Zeug. Was auch immer das ist. Wolfsherz. Die ganzen alchemistischen Sachen hier. Die ganzen Kräutige. Ich habe auch keine Lust, jetzt hier alles auszuräumen, ganz ehrlich. Den ganzen Plunder, das dauert viel zu lange, das geht mir auf die Eier. Ist doch was hier. So. Scheiße, 360 Feuerschaden, sehr gut. Das sind auf jeden Fall Gewicht runter hier, diese kleinen Messerchen. Wie gesagt, ich will jetzt so ein Ding haben, zum Ziehen hier, das ist hier alles auf einmal. Weil das nervt, wie alles einzeln hier rüber zu schieben. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Erstmal speichern wir natürlich und dann folgen wir mal dem Magiebär das Beispiel und machen einfach mal so Webcam Filter. Was? Nee. Wie viel Kamera haben wir hier unten? Wir machen das jetzt einfach mal aus hier. Das ist ja der hat einfach so ein komisches Rauschen drauf. Ich weiß auch nicht warum. So. Dann nehmen wir hier Pferdchen. So. So, das steckt in einem anderen Pferd fest. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir dort Orks klatschen können. Hab natürlich jetzt keinen Bilderrahmen hier für die. Ja, komm. Eigentlich hätten wir ein volles Pferd hier mitnehmen können und gleich handeln gehen können. Hätten wir wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Du mieser Hund. Jo, schau Votum, Frau Votum, ich grüße dich, junge Frau. So, stopp! Stopp! So, runter hier. So, da sitzen schon die ersten. Wir gucken uns aber erstmal hier in der Umgebung um, ob wir hier so einen Heileschrein finden, weil ohne Heileschrein oder mindestens Mana-Schrein brauchen wir nicht anfangen, die Orks zu plätten. Das dauert uns doch mehr Stunden. So, Wivern. Nee, da oben ist ein Mana-Schrein, das ist immer gut. Geht's mal los. Schon haben wir keine Mana mehr und der hat uns gerade in den Arsch gebissen. Und genau deswegen laden wir. Ne, komm. So. Schabute! Maria! Maria!
Ayo! Sieh mal, jetzt sagst du sehen. Guck, trifft das Ding. Genau. Wir sind im Wandel des Sperma-Schleider. Hier. So, aber ich werde jetzt Folgendes machen. Es geht mir auf die Eier, dass wir hier jeden Einzelnen treffen müssen. So. Giftwolke. Haben wir zufällig noch eine zweite Giftwolke? Eine Seuche haben wir. Lässt betroffene Kreaturen für eine Weile schwächer werden. Das klingt natürlich auch schön. Machen wir einfach mal rein. Nee, Quatsch, wir machen irgendeinen Feuerzauber, machen wir hier rein. Feuerfeld. Feuerfeld hat mir immer ganz gut gefallen. Machen wir. So. Mach mal irgendwie ja. Drück mal drauf. Na David. Was? Bist du jetzt das grüne Ohren? Ja, 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 ich weiß. Wer wird denn hier so frech sein, ne? Hört ihr mal auf, um mich anzulutschen hier! Der Mistkriegen, du! Leute, Dreckviecher! Ja! So, dann machen wir gleich mal ein bisschen Heilung. Warte mal, können wir. Wir haben doch hier diese Heilungszauber. Heilung. Das ist wirklich die drei hier. Es wirkt. Ja. Natürlich wirkt es! Was dachtest du denn? Na, David. Sie sagt nur, na, David, aber na, Jack sagt sie nicht. So, Orks. Wir wollen Orks plätten. So, warum gibt es in jedem Fantasy eigentlich Orks? So. Oh ja, zack. Feuer! Au! Der mich ein Mistkiller. Wir müssen jedes Mal hier hochrennen, das kotzt man. Bei Morna hier. Wir sind immer noch vergiftet. Was? Ey! Sag mal, spinnt ihr? Warte mal. Level 32, dann ziehen wir gleich mal unseren Helm. Wir haben den Helm aber jetzt nicht ins Pferd gesteckt, oder? Wir haben den Helm ins Pferd gesteckt, der Helm ist weg. Ich muss nochmal zu den Pferden. Komm, leck dich doch am Arsch. Du gehst ja genauso auf die Ketten da vorne. Feiger, Schießer da. Guck mal hier, pass mal auf. Bleib stehen, du Lump! Mach doch mal! Du wirst nicht mehr auf mich schießen. Jo. Was haben wir denn da? Nur Scheiße haben wir da. So. Wir müssen nochmal rüber. Wir müssen unseren Helm hier holen, für das wir unser Level 32 gerade erreicht haben. Wir gehen ohne Pferd. Ja gut, mit dem Pferd wären wir schneller gewesen, aber scheiß drauf. Dach! Nee, hier runter. Guck mal, eine Dirne. Wir sind im Mittelalter, da können wir so oberflächlich sein. Da brauchen wir auch nicht auf die Gefühle einer Frau zu achten. Willkommen. Das haben die damals auch nicht gemacht. Da waren. Ist eigentlich. Was war. Warte mal, was haben die Frauen damals im Mittelalter großartig gemacht? Küche natürlich. Feld.
putzen. Und natürlich Dirne. Ja. Finde ich ein bisschen traurig. Der Witz ist, das ist aber teilweise, es gibt ja Länder, das ist ja wirklich heute noch so. Aber ich sag das hier bei die hier. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, hier fühlt sich am Ende wieder irgendjemand angegriffen oder ich bin hier Rassist oder sowas, keine Ahnung. Dann wird das schnell in die Schubladen gesteckt. Das will ich eigentlich vermeiden. Am Ende ist mir aber auch scheißegal. Bei die Afghanen hier, bei die. Das soll jetzt nicht böse klingen, das Wort. Ich befällt bloß nicht sagen, das gerade ein. Da ist das ja. Da waren die Frauen ja heute noch unterdrückt. Wo ist jetzt mein Helm? Ach nee, hier. Wo ist jetzt mein Helm? Wir sortieren den Scheiß hier mal. Sage mal. Nee, nicht das Pferd verprügeln. Wir haben ja Handschuhe. Die sind aber schlechter. Die sind schlechter als meine. Die würden aber zur Rüstung passen. Wo ist denn mein Helm? Oder ist das der? Ach, das ist der. Ich dachte, der ist rot. Der war aber nur rot, weil ich ihn auch nicht tragen konnte. Boah. Ja, eine Scheiße. Ich kenne das ja auch. Ich kenne das ja. Ich meine, dieses Bild so hier, diese Stellung der Frauen, das war ja auch im 20. Jahrhundert noch so. Das ist ja teilweise heute noch. Gerade ältere Menschen, die sind doch auf dem Treatment. Ja, selbst sogar die Frauen selber. So. Die sind der Meinung, dass hier erst die Kinder, dann der Mann, dann dies und das und jenes. Und dann die Frau. So. Dass wir aber inzwischen in einer Zeit leben, wo eigentlich jeder kaufen kann, was er will. Das ist in manchen Köpfen noch nicht angekommen. So. Ich meine, es gibt ja auch Familien, da macht der Mann ja die Aufgaben, die in früheren Zeiten halt traditionell eigentlich die Frau gemacht hat. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte auf die Karte gucken, dass ich richtig laufe. Ich meine, niemand sollte unterdrückt werden, egal ob es Mann, Frau, Kind ist und so weiter. Ich meine, wir sind alles Menschen. Ich grüße dich. Und jeder hat das gleiche Recht, sag ich mal. Dass die Menschen sich dann gegenseitig Rechte und Rechte wegnehmen oder zusprechen, ist eine andere Sache. Sei gegrüßt. Und was eigentlich auch schlimm ist, und ich will jetzt nicht allzu politisch werden, viele sagen ja, in dem Land hier, die Ausländer sind die Bösen und so weiter, und ja, ein Deutscher hätte das nicht gemacht, und so bla 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 bla. Alles hohles Gelaber, alles dummes Gequatsche. Auf der ganzen Welt sind die Menschen, es gibt auf der ganzen Welt gute und böse Menschen. Egal in welchem Land, egal welche Herkunft, es gibt überall gute und schlechte Menschen. Diese Verallgemeinerung, die kotzen mich ehrlich gesagt an. Diese Abstufung da. Das ist was, da könnte mir das Messer an der Tasche aufgehen, ganz ehrlich. Als wäre hier irgendjemand besser als der andere. Ich meine, wir können anders sein, wir können unterschiedlich sein, aber besser oder schlechter. Na komm schon! Was willst du denn hier? Komm! Wieso kommt hier nur einer mit lang mal? Was soll denn die Scheiße?
kommt mal her. Und. Na, boing. Kannst du mich mal auf den Dreck in. Ja, Alter. Du musst ja wohl spinnen hier, ey. Ja. Du schmeißt mir keinen Dreck mehr ins Auge, du Pfeife. Und welcher Pfeileaffe schießt hier schon wieder auf mich? Ja, da. Lassen wir das Gift für uns arbeiten, würde ich sagen. Du genauso da hinten. Drei solche feigen Bastarde schießen hier auf mich. Er hat die Waffe eingesteckt. Ah, hier für... Habt ihr das gesehen? Der hat den halben, halben Lebensbalken und wir geben den... Wir hauen den direkt um. Wann sind sie stark? Guck mal her, bleib stehen, du Lump! Was haben wir denn da? Ja, mit Bogen in der Hand fühlt ihr euch stark, ne? So. Ui, was haben wir denn? 446. Ah, verdammt. Ich will die Handschuhe mitnehmen. So, schmeiß mal den Scheiß hier weg. Schmeiß doch mal weg den Mist, Mann. Ich will die Handschuhe haben. Genau, die passen nämlich super zu meiner Rüstung. Und die kann sie nicht tragen, weil die erst mit Level 34 gehen. Scheiße. So, komm. Und ich wette, die sind auch wieder nicht rot, wenn wir sie tragen können. So, machen wir hier. Machen wir 6. Schon besser. Schicken ist 5, Sumsen ist Puper. So, gib mal hier Banner. Ja. Simsalabimbamba, saladu, saladim. Auf einem Bombenkuckuck. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Wo die Orks waren, da war nicht so viel Wasser. Wasser. Auf Ork-Zelte hier. Wie viel brauchen wir noch bis zum nächsten Level? Wir haben gerade mal ein Level gesteigert. Da wollen wir schon das nächste haben. Stimmt, in Alchemie wollten wir machen. Jetzt haben wir Skillpunkte. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wir bräuchten einen Alchemielehrer. Wer kann uns die Alchemie beibringen? Das ist das Problem gerade. Das ist doch schön, dass wir die Punkte dafür haben. So. Wir gucken mal, was die hier in der Truhe für uns haben. Aber erstmal gehen wir zum Gaul und packen aus. So, da brauchst du nicht den Kopfschüttel, du blödes Vieh. Geht los. So, die komische Rüssi, die wir nicht brauchen. Hier alles rüber hier. Komm hier. Mark. Nehm meine Handbotten behalten. Das vergesse ich am Ende wieder, in welchem Pferd die steckten. So. Das Geräusch schmetzt. So. Lalala. Frau Wotum geht um. So. Komm, ruf. Was? Du brauchst einen Schlüssel oder einen Dietrich? Hab ich keinen Dietrich mehr? Scheiße. Am Ende habe ich die Dietrich ja auch rüber geschickt ins Pferd. Ich habe einen Dietrich in ein Pferd gesteckt. Guck mal da. Zack. Ganz mein Pferd. Jo, da schießt du wieder so ein Penner auf mich. Mhm. Wenn die ganze Bande mal mitkommen würde. Kaffee, ich grüße dich. Wir wollen heute Orksblatt machen. Wo ist jetzt meine Mana-Quelle? Hier oben. Komm mit. Heilige Bande. Guck mal her. Feuer.
Ein Feuerspiel kriegt heiße Pfoten. Na, Wind. Kaffee, wir hören uns dann ja noch bei Teil bei Deton Quest. Bei Deton Quest. So macht man das. Wenn immer auch noch zu schießen. Da ist Mistviecher hier. Das ist ja furchtbar, das ist ja schlimm. Na aber. Was ist denn? Habt ihr letzte Nacht von Mut geträumt oder was? Ja, was ist das denn hier? 345, wir machen, wie viel machen wir? 621. Also dieser Knüppel, der ist natürlich super. Der gefällt mir die ganze Zeit schon. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Irgendein Stab, den packen wir dann wieder ins Pferd rein. Ist vielleicht interessant. Eine Hose. Altes Schickbeutel, was ist das denn hier? Das Plunder könnt ihr behalten. Ah! Wir müssen aufpassen, dass der uns anruht und jetzt nicht erschießt hier. Das war ein britischer Trepper. Kaffee. Kannst du mir eine sehr wichtige Frage für das Spiel beantworten? Was denn nun wieder? Wer hat noch alles? Nee. Weißt du zufällig, wo wir Alchemie lernen können? Ich möchte gern Alchemie skillen. Aber das ist ausgegraut. Wo finden wir einen Alchemielehrer? Oh. Wie gesagt, das Ausräumen. Jetzt dauert es für Hunde, das fährt jetzt mal hier hoch. Wir locken die oben in die Orks ja sowieso hier hoch wegen der Mana-Quelle. Da können wir den Gaul auch hier hochholen. Hey. Ach, das ist mein Gaul. Jetzt dachte ich, was steht denn da rum? So, ich bleib mal auf. Komm, steig auf. Ja, gehen wir mal zur Mana-Quelle hier hoch. Macht sich besser. Stopp. Geh mal von dem Ohr runter, Mensch. Ja. So, da ballern wir erstmal wieder hier rein. Jo. So, dann können wir die nämlich ausräumen hier ganz gemütlich. Also könnt ihr also mittlerweile auch mal den hier machen. So. Okay. Keine Ahnung, wahrscheinlich in jeder größeren Stadt. Hä? Ah! Guck mal, 300. So, pass auf. Wir haben 480 bis 621. Was kriegen wir jetzt? 550 bis 655. Das ist natürlich super. Besser geht's nicht. So. Doch, wenn wir noch mehr von solchen Stellen hätten. Also ich glaube, ich werde mich so schnell nicht von dem Stock hier trennen. Mein heiliger Prügel. So. Ja, machen wir weiter. Ork? Ach, guck mal an hier. Zack! Nette Gesellschaft. Ah. Ihr seht krank aus, Leute. Ihr braucht Hilfe. Jo, entzündendes Feuer. Du brauchst leider eine spontane Selbstentzündung. Hey! Komm, lauf! Oh. Schlechte Vorstellung. Ja.
Abstehen, Lump! So, Spinne, ey. Aber einfach hier auch so noch gerade ist, das gefällt mir. Ich meine, unsere Waffe hat ja auch gut Power. Ich meine, es gibt sicherlich noch ein paar Waffen mit mehr Power im Spiel, aber... Also im Moment bin ich aber ganz zufrieden. Guck mal hier, was der hier einsteckt hat. Nur Müll, nur Müll. Den Müll können wir alles verkaufen hier. Guck mal hier, hier, weg mit dem Scheiß hier. Was ist das? Schinkenbeutel, das ist die 477. Die passen gerade so schön zur Rüstung, Mensch. Wir können ja auch noch mal uns auf die Golem-Inseln wagen und dort die Truhen plündern. Dafür müssen wir aber das Inventar frei haben und wir können keinen Gaul mit dort hinnehmen. Ich glaube, dem Gaul würden die Golems den Kopf abbeißen. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe ja... Was? Jetzt drücke ich F5 für mal speichern hier. Geht ja nicht. So. Orks! Sind wir Level 3? Nee. Naja gut, ein bisschen brauchen wir noch fürs nächste Level. Ich weiß nicht, wo meine Dietriche hin sind. Ich würde sagen, die große Horde Orks und drüben bei dem anderen Ding da, den machen wir, wenn wir wirklich stärker sind. Oh, oh, oh. Komm, lauf, 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 lauf! Lauf doch! Mann! Beweg doch deinen Arsch, Mann! Ich hasse den Kerl. Warte mal. Weil ich überlege nämlich gerade, ob wir was Interessanteres machen heute hier noch als... Orklager, südlicher Knotenpunkt. Ach, das waren wir ja. Wie gesagt, die ganzen Orks platt machen. Wir könnten wirklich mal nach besseren Zaubern Ausschau halten hier. Warte mal, wir hatten doch... Was hatte ich hier? Feuermagie. Da hatte ich doch was richtig Geiles gehabt. Feuerring. Der macht 210. Warte mal, was hatten wir gerade? Die Feuerwalze, was macht denn die Feuerwalze? 324? 356, wir probieren die nochmal an den Orks aus, die Feuerwalze. Ich weiß nicht mal genau, was die bewirkt hat oder wie die sich äußert. No. Wo ist die Bande? Dort sitzen sie rum. Also brauchst nicht lachen über was, was du ehrlich irgendwie einfach in die Luft schmeißt. Jo, das nächste Mal bitte in die richtige Richtung. Jo, wo ist meine Mana-Quelle? Oben. Kommt ihr mit? Jo. Jo, kommt her hier. Oh Scheiße, geh mal weg. Oh, schmeißt du nur das Ding hin? Da ist der Feind. Oh Scheiße, komm weg hier. Ja, von den Dingern. Wir haben auch eine ganze Menge schon eingesammelt von den Dingern. Die behalten wir. Was ist das denn hier?
gucken mal, wir haben ja ein paar in die Pferde reingesteckt hier von den Dingern. Mindestens. Das sind aber wieder unterschiedliche, tatsächlich. Das hier ist einer. Die behalten wir, 511. Die unteren, die ersten Werte davon sind immer so scheiße. Na guck mal, wir haben ja 550 haben wir als ersten Wert. So, ja, was machen wir? Erstmal gehen wir in das Pferd wieder reinstecken. Oh. So, zack. Zack. Brauche ich nicht. Bogen, scheiß auf Bogen. So, warte mal, wir nehmen mal. Wir gehen mal hier auf die Magie. Wir nehmen mal den Teufel. Wir haben noch einen Teufel hier. Wir nehmen mal einen Teufel mit. Es wirkt. Jo. Wen haben wir denn da? Guck mal her. Spürke. Jetzt mach doch mal. So. Ja! Aua! Mal sehen. Dass wir das hier nicht tragen können, ist traurig. Das schießt ihn ja schon wieder auf mich. Das war für dich. Wo ist denn mein Teufel? Hä? Was ist das denn hier? Skelettbogenschütze, davon haben wir schon. Oh, komm her, ja. Wo ist mein Teufel? Ich glaube, der hat keinen Bock. Was haben wir noch? Teufel will nicht. Ich glaube, der Teufel hat Urlaub. Feuerschild. Das probieren wir mal aus. Wir probieren ein paar Sachen aus, was wir, und dann überentscheide ich, was mir am besten liegt. Am Ende natürlich gar nichts von dem Zeug. So, Orklager. Also hier scheint es relativ ruhig zu sein im Orklager. Diese Melodie, guten Abend, Kaffee. So. Nee, die nicht. Wir wollen ja das Orklager haben. Die Orklager. Wo haben wir noch ein Orklager? Hier drüben hatten wir noch ein Orklager. Wir gehen mal drüber gucken, vielleicht haben wir dort auch eine Mana-Quelle oder so. Eine Mana-Quelle ist tatsächlich auch besser als... Ja, ich hab sie verteufelt, die Mana-Quelle. Ich weiß. Aber die sind halt... Wo rennen wir denn hier hin? Ja. Weil darüber können wir uns ja heilen, über den Zauber hier. Ich hab den die ganze Zeit einstecken und nie genutzt, den Zauber. Das nennt man seinen Verstand benutzen. Reaper. Der Reaper. Ja, ich weiß nicht, ob das zu viele sind für mich. Ja, guck mal. Ja, die hauen ja ganz schön um sich, die Mistviecher. Ja, komm. Wenn ich jetzt mal anhalten würde. Lalalalalala.
Vor allem fällt mir gerade ein. Es gab damals, kennt noch jemand den lila Launebär? Von RTL damals. Ist jemand so alt? Das ist der lila Launebär. Hatten sie auch so eine Olle da hier, die hieß tatsächlich Melitta. Lila Launebär. Oh, da unten sind jede Menge Orks zum Klatschen. Ich habe aber sehr aber keine Mana-Quelle. Das ist bedauerlich. Wir können ja hier auf den Hügeln rumgucken. Weil ohne Mana-Quelle ist das Ganze ein bisschen traurig. Hast du das gesehen? Na, hast du das gesehen? Wieso holen die denn einen hier? Nee, die hauen mich. Halt doch nicht immer an, wenn du die Zauber benutzt. Die können uns von mir aus hinterherkommen, die das Gift arbeiten die da wie gesagt sowieso für mich. Dass wir keine Mana-Quelle haben oder sowas, das ist. Die haben vergessen Luft zu holen hier. Mal sehen. So. Bei den Banner da unten. Das scheinen nicht allzu viele zu sein, aber. Müssen wir den Gauland wieder herholen wegen Looten hier. Ja. Orklager. Pass auf. Wir machen das Orklager jetzt auseinander hier. Guck mal her. Greifen wir natürlich an, bevor wir hier Mana-Quelle oder sonst was gefunden haben. Wo sind der denn hin? Hey! Sag mal! Ey, das tötet Leute! Sowas tötet Leute! Mana-Quelle! Rückt mir nicht auf die Palle, ich habe doch keine Mana-Quelle. Was willst du denn? Ist ja mutig. Tja, Mut und Dummheit liegen nah beieinander. Treffen mich gleich in Rudel Pfeile! Scheiße! So, wer ja. Alter, die Dinger, die fliegen hier quer über die ganze Landkarte. Hau doch zu und dreh dich weg! Hau doch zu! Was ist hier jetzt schon wieder? Wo ist meine Waffe? Och, jetzt haben die wieder die Waffe aus der Hand geschossen, Mann! Das ist ein Gimmick im Spiel, da könnt ihr kotzen. So. Was ist das denn für ein Ding? Kombi-Golem. Doch, heilige Scheiße. Hier haben wir uns aber was an die Backe. Das sind alle Schützen, guckt euch die mal an. Alle so eine feige Bande hier. Komm. Pick hier, oh Gott. Können wir irgendwo in Deckung gehen und den hier platt machen? Wir probieren das mal. Dann nimm ihn doch endlich mal aus. Geil. Neuer Helm, den wir nicht tragen können. Klasse. So, was wollen wir hier drin? Heilige Scheiße, hier kommen wir nie wieder raus. Oh. Die suchen sich den Weg hier.
Aber die fallen gleich um. Der fällt gleich um. Nee, der fällt gleich um. Der ist umgefallen. Der fällt gleich um hier. Pass auf. Aber er muss nochmal schießen. Bleib stehen und um! Boing! Oh. Jetzt müsste man den Gaul wieder herholen wegen Inventar. Kennst du Inventar? Ich sag ja, da liegt der Vorteil klar bei Gothic. So. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Hier ist das Ding. Wo ist er? Sind die. Wie stehen wir? Ja, wir kriegen gleich wieder unser Level hier. Reizende Gesellschaft. Jo. Wenn wir hier noch mal abbeläten gleich. Ich würde sagen. Zombie-Kohle. Nee, ohne Quelle ist das nichts. Wir würden jetzt gleich, wir suchen uns gleich noch ein paar Orks. Vorzugsweise mit Mana-Quelle und den ganzen Plunder in der Nähe. Und die machen wir jetzt, da schnetzen wir ein bisschen, bis wir hier unser Level 35 geschafft haben. Deswegen werden wir die Ecke jetzt verlassen. Da sind wir zu stressig mit den Golems. Da sind die Orks einfacher. Warum wollen wir Level 35 haben? Ganz richtig, für die eine Rüstung, die wir hier haben. Ja. Diese Golems unten auf der Insel, mit denen lege ich mich nicht an. Das ist genauso ein zeitintensiver, langweiliger Scheiß, den wir uns nicht antun müssen. Dann machen wir lieber was Actionreicheres hier. Orks klatschen zum Beispiel. Das war eigentlich auch mal das gleiche, aber egal. Brauchen wir niemanden verraten. So, guck mal hier unten, da sind wir doch schon fast. Festung der Orks, guck mal, Festung Hadeburg. Malilschrein. Dort gehen wir jetzt hin. Wir drehen mal hier und gehen dorthin. So. Wir sollten aber einen Gaul mitnehmen. Können wir immer noch holen. Die Rüstung, die hatte ich ja sowieso in einem der Gäule, in einem der Untote. Der Untote, der da drüben noch steht. No. Ork! Ich sehe einen Ork! Gott, da schießen die wieder auf mich! Sollten wir hier sagen. Lauf! Jetzt bräuchten wir hier eine Mana-Quelle oder sowas. Das Teleporter dort? Nee. Da sind noch mehr Orks. Nee, die holen wir uns da. Wir machen erstmal eine Truppe. Hä? Was willst du denn? Wir machen erstmal einen Feuerschild, der mir bisher nicht viel gebracht hat. Macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Können wir hier irgendwo in Deckung gehen, dass wir in Deckung hier den umklatschen, die beiden, ja. Die Seitbahn, die kommt ja hier direkt hinterher. Weißt du was, wir machen das ganz einfach. Wir fahren hier Karussell und vergiften die einfach permanent. Lauf doch! Mmh.
Ich weiß nicht, aber einfach, ob sie draufhauen können, ob die beiden uns hier fertig machen. Ich glaube, die Frage wäre geklärt. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hey! Uiuiui. Na! Wer wird denn hier? Level up! Ja! Bleib stehen, du Lump! Da drüben ist eine Warnerquelle! Ach Gott. Hier müssen wir mit dem Gaul wiederkommen. So. Von dort sind wir aber gekommen, oder? Was ist hier? Was zeigt er uns denn hier an? Was ist das denn? Laui-Ruinen. Was ist das denn? Gehen wir mal gucken. Was ist los? Was ist los, schon wohl dumm? Maria. Was? Metaxa spielt Arts. Kenn ich diese Metaxa? Den Namen sagt mir was. Nee, komm, lauf. Die zielen doch schon wieder hier auf mich. Versucht es. Da, ui, oh, ui. Bleib stehen, du Affenkrupp. Hier, pump. Hau drauf. Na, guck mal, der ist einfach umgefallen. Der ist auch einfach umgefallen. Oh, Level 33. Zwei brauchen wir noch. Wenn wir die haben, machen wir mit anderen Sachen weiter. Höchstwahrscheinlich. So, warte mal. Level 33, da war noch was. Wir hatten noch die Handschuhe. Die gingen, Alter, 34. Ab Level 34. Oh, weia, hier müssen wir ordentlich pulvern noch. Ja, hier wieder hinrennen mit dem Gaul hier, das kotzt mir jetzt schon an. Ja, aber, was tust du denn hier? Das ist rein prinzipiell richtig, Kaffee. Bloß da könnte folgendes Problem auftreten, dass das Spiel anfängt hier abzuschmieren, wenn ich mich 20 Mal hier hinterher tot teleportiere. Das hatten wir ja letztens schon gehabt. So, ich meine, wir können das machen, das ist kein Problem, aber so handhaberisch. Ja. So, wo hatten wir hier? Händler. Na komm, mach doch, mach doch. Einen guten Tag. Dass du was hast, was besser ist als mein Zeug, davon kann ich wohl kaum ausgehen. 500, nee, komm. Oh, was haben wir hier? Die Handbotten dort behalten wir. Das kann rüber sortieren. Was haben wir noch? Hier, weg damit. Weg mit dem Scheiß. Braucht keine Sau. Ganz blunder. Hier, komm, weg damit. Komm. Leck mich doch am Arsch mit dem Scheiß. Oh Mann. So. Evil. Die sind besser. Ja, komm her. Mmh.
Ich meine, wie gesagt, Kaffee hat schon recht hier mit dem Teleporter. Wie gesagt, das macht sich ja auch, aber wenn ich immer die Gefahr... Oh Gott. Wir müssen jedes Mal vorher abspeichern, bevor wir uns teleportieren. Das ist, wie gesagt, der Performance hier, dem Spiel... Kaffee, ich weiß nicht warum, aber es ist mir schon passiert hier in den letzten Streams. Das ist nämlich der Witz. Ich sag das nicht so. Es ist ja passiert. Hatte ich ja gehabt. Mal nachschauen. Das habe ich im Übrigen auch bei Gothic 3 und alles schon gehabt. Wenn du zu viel teleportierst, da kannst du Patches rauffahren, wie du willst. Zu viel hin und her teleportieren, das ist nicht gut. Aber wo liegen die denn jetzt alle? Das ist, wenn die Engine an ihre Grenzen stößt. Weil auch mit den ganzen Patches bei Gothic 3 zum Beispiel, der muss ja immer die Gebiete komplett von einem aufs andere neu laden. Am besten ist es natürlich, wenn man jetzt in der Wüste steht und sich nach Mutana teleportieren will, mitten in den Wald. Vielleicht lohnt es sich. Das ist ja ein komplett anderes Gebiet. Wenn du jetzt läufst, dann lädt er ja nach, lädt er ja mal kontinuierlich nach. Wenn du aber jetzt von einer Ecke in die andere rüber, dann hängt er sich auf irgendwann. Das wird ihm irgendwann zu viel in der Engine. Müssen wir alle nicht verstehen? Ist aber so. Ist traurig, dass es so ist. Ist echt traurig. Weil einfach nur einen besseren Rechner zu haben. Jo, geht schon los hier. Das hatte ich ja mit Sims 3 gehabt. Das ist auch so ein Paradebeispiel. Was ist das denn hier? Level 34, die nehmen wir dann. Da haben wir Stiefel und Handschuhe hatten wir hier. Kann nicht von Menschen getragen werden. Leck mich doch am Arsch. Weil das ist ja auch so ein Ding hier mit dem Sims 3 dort. Das ist genau dasselbe Problem wie mit Gothic 3. Vor allem, wenn du noch Mods raufpackst für den ganzen Blunden und solche Sachen. Ja, das ist bei Sims 3, das ist quasi eine Open World. Ich sag extra quasi eine Open World. Wo du jedes Haus quasi, was du bebaust, betreten kannst. So, und da stößt das Spiel wirklich irgendwann an seine Grenzen. Irgendwo hatten wir jetzt die Handschuhe hier, die wir auf uns aufheben wollten. Das sind die Stiefel. Oder waren das Stiefel? Ne, Handschuhe hier unten. Genau, die Handschuhe und die Dings tragen wir mit dem nächsten Level. So. Ne, aber das ist echt doof. Weil da ruckelt das Spiel und alles und... Ich meine, das ruckelt jetzt vielleicht nicht oder ist performance-technisch unter aller Sau jetzt nicht unbedingt wegen der grafischen Seite. Sondern in Sachen im Hintergrund irgendwo, wenn irgendwas in dieser Nachbarschaft passiert, das... Ja, das... Deswegen haben wir das für den vierten Sims dann wieder so eingegrenzt. Dass diese Open World, die haben eine Open World quasi, so eine Pseudo-Open World von 5 Häusern oder so. Das ist so ein Gebiet und dann geht man durch eine Ladezone, durch eine kleine und kommt ins nächste Gebiet. So. Aber für diese direkte Open World war es einfach noch nicht ausgereift, das ganze Ding. Und bei Gothic 3, ich meine, wir wissen ja alle, was Gothic 3 betrifft hier. Ich schätze mal, die haben nicht nur am Content gespart, sondern an der Performance. Was hatten wir jetzt gespeichert? Ja, ist richtig. Aber trotzdem, das ist auch eine offene Welt. Das ist genau dasselbe Problem. Gut,
Gut, wir haben jetzt keinen Vergleich, wir haben jetzt keine so unterschiedlichen Gegenden grafisch gesehen wie zum Beispiel Nordmar oder Warand. Das ist ja alles so grün hier. Aber ich weiß nicht, wonach das geht, also. So, nimm mit den Scheiß. So, gehen wir in die nächste Ecke. Wer hat noch irgendwo noch ein Rocklager gesehen? Stimmt, wir wollten ja, wir wollten hier hin. Hier, genau. Vor allem der... Vor allem Kaffee, könnt ihr mal eine andere Story erzählen? Ja, wir spielen ja am Sonntag, spielen wir immer die Kameraden immer Call of Duty. Cold War. Hier der von vorvorigem Jahr oder so war der neue. So, oder vor 2 Jahren, keine Ahnung. Gut. Ich habe ja 3060 Ti Nvidia GeForce. So. Kann ich mich nicht beklagen bei dem Spiel. Absolut super. Alles spitze. So. Jetzt hat der andere Kollege sich aber in eine 3090 geholt, das absolute Spitzenmodell, bevor jetzt die 40er-Reihe kam. Das Spitzenmodell von Nvidia. 24 GB Arbeitsspeicher und so weiter. 1.500 € kostet das Ding mindestens. Top-Grafikkarte. Jetzt ist die Grafikkarte, oder ich weiß nicht, ob der über die Grafikkarte meckert. Der hat ja auch Arbeitsspeicher drin ohne Ende. Das Spiel... In seine Rechenmaschine dort, die ist dem Spiel scheinbar zu schnell. Der muss das Ding downgraden, damit alles super funktioniert. Das ist der Oberwitz. Eine Aufwärmübung. Ich hatte schon Abstürze, ich hatte auch Ruckler, mein lieber Kaffee. Ja. Hat die alles gehabt. Bestes Beispiel, gestern, ich glaube das war gestern, wo wir diese Buschleute da, mit diesen Krabbelfiechern, wo diese Krabbelfiecher dabei waren, diese Riesen, was weiß ich wie die hießen, dabei, wo ich ständig um die Mana-Quelle drumherum gerannt bin, da hat es geruckelt. Und ja, ich hatte aber wie gesagt auch schon Abstürze. Es ist wirklich traurig, aber ist es so. Mal sehen. Weil wenn es der Engine zu viel wird, dann nutzt der Engine zu viel. Ogre. Komm hör auf mit dem Ogre. Du sollst den Ork hier anpeilen, Mann. Den hier. Bleib stehen! Rumrennen würde, Mann. Hau ab, du. Jawohl. Na gut, mit dem brauchen wir uns im Nahkampf nicht anlegen.
Bleib doch mal ganz gütlich, Kaffee. Kommt doch alles noch. Wir machen das ganz gemütlich. Wir haben noch Zeit. Blöder Aura, ab! Ich muss ja die Relikte und alles auch noch finden, also. Ich will aber jetzt erstmal meine Rüstung tragen können, die eine da. Das ist mir halt wichtig. No. So, wenn wir jetzt irgendwo noch eine Mana-Quelle hätten, wo war denn die Mana-Quelle? Hier vorne war doch irgendwo Scheiß. Hier. Kriegslager der Orks. Wir gehen mal ganz quer hier durch. Hallo! Hi, ich bin neu hier. Komm, hör auf, gegen die Wand zu rennen. Wo ist die Mana-Quelle? Hier oben. Hä? Nee, falsche Richtung! Das Problem ist, für die Mana-Quelle, da könnte der Zaun im Weg sein. Wo ist denn das scheiß Ding da oben? Mana-Quelle. Da! Nee, das ist keine Mana-Quelle, das ist hier so ein Heile-Dings da. Abspeichern. Jojo, machen wir gleich. Ja. Aber das sieht ja auch krass aus. Wir haben eine rote Rüstung und der Rest alle zu silber. Wie viel Erfahrung kriegen wir eigentlich für so ein Ohr? Ja, die Dreckbande, die steht ja dort oben am Rand. So, na komm her hier. Ui. Den hat's direkt umgehauen. Schießt wieder was auf mich. Ich bin gleich voll wieder, ja. Das schießt immer noch was auf mich. Drüben. Der da. Dass wir nicht sehen, wie viel Erfahrung wir direkt für den kriegen. Na! Ah! Nein, nicht hier runter! Das ist irre! Da kommt der Ogre! Euch brauche ich hier! Na komm, hol's dir! Aber den hätten wir. Mana-Quelle, wie gesagt, wäre mir aber tatsächlich, wie gesagt, lieber. Hier, der windet sich noch. Mal sehen. Was ist das denn? Lächerlich. Was will ich mit dem Fetzen? Magiebär! 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 Guck mal hier nochmal. Ihr könnt auch mal zur Abwechslung auf einen neuen Platz speichern. Guck mal hier, zack. Die sind dreckgeschare von denen. Komm, einen wollen wir erstmal haben. Komm mal oben. Sechs mal wieder da runter rennen.
Ich kann mich ja heilen. Na, da oben steht natürlich wieder der Flitzpie wieder auf und schießt. Jetzt komm, 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 steh auf. Mach nicht so blöde hier. Wie viel Mehl haben wir noch? Oh Gott. Zack, und schon sind wir voll. Klasse. Hm? Doch, die gesehen. So, jo. Gehen wir wieder hoch hier. Haben wir bald mal mindestens selben. Ja. Da ist vielleicht was. Ich bin ja blöd. Wir stehen in der Heilungsquelle, heilen mich nicht. Das habe ich am ersten Stream, wie gesagt, nie mitgekriegt. Dass ich mich durch die Dinger heilen kann. Den Tipp hat mir der Kaffee dann gegeben. Guck mal da. Oh oh. Ist ein Teletubby oder los mit dir? Komm her, Lulu! Schlechte Vorstellung. Bleib stehen, Lulu! Können wir hier irgendwo drauflegen? Haben wir sowas noch? So einen Köcher? Ach, verdammt. Die schießen schon wieder auf mich hier. Pass mal auf. Feige Bande. Oh, komm her hier. Ah, hier und. Ja! Hier oben! Komm, hau doch hin, wie ist denn ein hier tot? Genau. Wichser, komm, lauf! Ich meine, das Gift arbeitet für mich, das ist jetzt. Schlechte Vorstellung. Oh, zack, tot. Bleib stehen! So. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viel uns die geben hier. Auch eine Mana-Quelle, ihr Mensch. Wie geht's mit Kringel hier? So ein Kringelweg hier um das Ding drum ist. Das sind ja keine Orks, das sind ja hier Reaper. Mit schönen Grüßen. Okay.
Nee. Die haben es hinter sich. Hey, mein Obst. Nein, 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 bist du irre? Boah. Wirk doch mal, was ist los hier? Lauf, 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 Mensch! Hallo, die Waldfee. Mann, 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 das wäre fast in die Hose gegangen. So, gespeichert hatten wir gerade. Aber dann machen wir das nochmal hier. So. Bleib stehen, Lulup! So. Du kannst mir wieder gutes Gold geben. Davon hatten wir schon mal eine. Komm weg damit. Ich bleib jetzt bei meinem Knüppel hier. Vielleicht finden wir ja noch einen. Alles weg hier. Weg, weg bitte, Scheiß. Weg, 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 fort. Müllmühle sind uns das Inventar zu. Die Handbotten hier. Komm. Nee, das war nicht unsere, die wir tragen wollen. Ja, ja, du weißt mich auch mal. So. Wir können... Ah, schon wieder so ein Ding. Hier auch, oder? Nee. Hier oben. Was haben wir denn da? Das ist ein Teleporter-Stein, du Pfeife. Was haben wir denn da? Ja, ich weiß. Wo lag denn jetzt der Rest der Bande? Aber wie gesagt, die Keule immer hier hin und her zu schaffen, das ist auch so eine Sache, die habe ich, wie gesagt, weil mit dem Teleportplan, das macht sie schon mit am besten. Direkt verkaufen und weg mit dem Scheiß. Guck mal, was für Gold wir machen dadurch. Wir haben 128.000 Kröten hier einstecken. Ob das jetzt viel ist für das Spiel, ich weiß es nicht. Da haben wir noch einen Heilungszauber. Und schon ist wieder voll hier. Guck mal an hier. Oh.
Willkommen hier bei uns. Dach. Na, du mach. Der hat. Ja, die hätten wir mitnehmen. Könnten wir mitnehmen. Lagern? Warte mal. Kannst mir leisten. 597, naja, okay. Scheiß drauf. Ach, ich lager ja nix, komm. Ja, im realen Leben schon das Problem, dass ich Sachen aufhebe, die ich eigentlich nicht brauche. Also, warum soll ich das im Spiel machen? So, warte mal. Haut das Vieh glatt ab. Was ist denn jetzt los? Wo ist denn der hin? Hallo? Oh, willst du mich verarschen? Nee, erst speichern. So. Halt, stopp. Nein, du willst mitnehmen. Hier. Ja. Haben wir so Level 34 immer noch nicht. So, wo waren jetzt noch mehr Orks? Und das ist ja, wenn man hier in Richtung der Burg geht. Da war ja hier. Genau. Stimmt, den Heilezauber, den könnten wir mal hier. So, Tag Leute, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter, guck mal hier. Zack. Mit der Gesellschaft. Jo. Zack. So, Scheuerfilt. Eieiei. Wir alle komplett auf den Haufen. Wieso wurde ich entwaffnet? Wo ist denn das Ding? Es muss doch demzufolge irgendwo rumliegen. Mal sehen. Mann. Ich bin ja wohl hier. Na komm. Wieso müsst ihr ständig diese Ohren dabei haben, Mann? Ich will jetzt wieder blöde Quelle da oben rennen. Und hinten hat er auf uns geschossen. Ihr irre Mensch, wisst ihr nicht, wie weh sowas tut? Dann müssen wir jetzt dieser blöden Heilequelle hier rennen. Ja, wer hat denn Gift im Arsch, ja, ey? Ich würde nicht so laut lachen an deiner Stelle. Komm, nimm. Mal sehen.
Obwohl schießt jetzt einer auf mich hier. Wo? Ja, ist meiner. Das ist eine Waffenreihe zum Kotzen. Von wo denn das Schild? Das schaust du gerade von hier oben. Da drüben! Da warte doch, Appe! Wen haben wir denn da? Lauf doch! Bleib stehen! Ah, nur mach! Warum man hier mal 20 mal drücken muss? Es wirkt. Das Problem ist, wenn ich einen Zauber hier benutze, allen voran hier den Heilungszauber, dann bleibt er stehen, aber ich muss nochmal hier auf W drücken, damit er weiterläuft. Ansonsten bleibt er hier stehen und, frisst sich in die Erde ein. Ja, guck mal hier, zack. Ich habe keine Dietriche, ich weiß nicht, wo die alle hin sind. Tag! Ah, nicht schlecht, was? Wir gucken mal, ob wir hinten in Deckung gehen können. Wo diesen Idioten, die auf mich schießen. Ja! Komm, bevor der Ora da ist! Komm, bevor der Ora da ist! Ja, mach! Oh Gott! Oh, frisch! Zack! Das gesehen! Ha! Genau! Jetzt können wir erstmal mindestens. Hat er gesagt, goldene Handschuhe. Was wie mit goldenen Handschuhen? Und das mal die Stiefel dazu. Genau. Ach, die können wir sogar drauflegen. Ich gehe kaputt. Jo. Weil die Rüstung, die ich haben will, die ich tragen möchte, hat 6744 Schutz. Also diese Ober gehen mir gerade tierisch auf die Eier. Ja. Ich meine, wir haben ja mindestens schon mal einen Ober, haben wir ja schon mal Gold gehabt, aber... ist schon eine Weile her. Abspeichern. Ja, bin ja dabei. Jo, wo geht's jetzt hier weiter? Wir nehmen die ganze Burg hier auseinander, ist mir scheißegal. So, wir brauchen, wie viel jetzt brauchen wir? Alter, 1500 hier, oder? Ja. Dafür müssen wir wie viele Orks schlachten? Ich weiß es nicht. Kriegen wir da irgendwo einen Questerfolg, wenn wir die ganze Burg platt machen? Am Anfang ist es halt nur 12 gefallen. Wow. Nennen wir hier, naja. Anderen Feuerzauber ist auch paar, da haben wir keinen Mana mehr fürs Gift. Ja. Felsgolem, hier lass mal. Ja, wird ihn hier so rotzfrech sein hier, hä?
Pfeil um. Das macht das Gift für uns. Tja, das war's wohl. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, Scheiße. Na, warte, du Schwen. Lass mal die Schützen hier aus dem Rennen bringen. Ach, das macht das Gift. Wie viel können wir noch einsacken? Mal sehen. Ja, komm, her damit. Ui, 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 hier ist Ballett. Die haben auf jeden Fall Action hier. Pass auf, guck mal hier, zack. Na komm, lauf. Jetzt stehen bleiben. Huhu. Huhu. Da! Wirst du mich an! Nimm aus, bevor der da ist! Wir haben den Oberarbeit, Mann. Oh, hoch hier. Du bist der Röhre. Was ist das? Warte mal, was habe ich hier eingesammelt? Was ist das? Jo. Schon besser. Komm, hör auf jetzt zu zucken. Nein! Au! Nein! Oh. Das war der Golem. Heiße. Das ist jetzt der Feuerschwolle, den Schild, wenn uns ein popiger kleiner Golem hier umhaut. Komm her. Er wird nicht zurückgewichen, Mann. Er wird gekämpft. Oh, Scheiße. Ihr wart nicht eingeladen bei der ganzen Party. Wie viel haben wir? Jo, macht sich. 1000 brauchen wir. Also die Kohle braucht man. So, wir knallen die jetzt erstmal alle um hier und dann machen wir die große Ausräumaktion hier. Komm, lauf. Ach. Ich meine, die Ober um zum Hauen würde natürlich die meiste Erfahrung geben. Nein! Oh, ich bin nicht mehr weggekommen. Verfickte Scheide. Mit schönen Grüßen. Ja, komm her. Oh, Scheiße. It's done.
Komm, lauf! Wir haben einen Golem umgehauen, oder? Oh, der Felsgolem, der Felsgolem zu. Wirst du auf mich schießen hier, ey? Er hat jetzt wirklich. Oh Gott. Das Problem ist, unsere Tausend kriegen wir ja nicht ganz zusammen in dem Gebiet, oder? Wie gesagt, für die Golems eventuell. Verdammt. Wir könnten uns kurz wegporten, heilen gehen und wiederkommen. Kannst du direkt schauen, wie du willst. Du stirbst jetzt. Oh Gott. Mach doch den Zauber, Mensch! Also mir hat's gefallen. Ja. Da ist noch einer, da sind noch welche. Komm, lauf weiter, komm weg hier, komm. Mach den Zauberband, lauf! Schießen! Gehen wir wieder hier hinter. Na komm. So. Nee, brauchen wir nicht ausrollen, wir haben eh keinen Platz. Da wirfst du hier! Guck mal hier, pass auf! Eie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 
Wir können ja hier mal von dem Zeug ein bisschen was mitnehmen. Naja. Na komm, was ist denn hier? Nimm's doch mit. Was ist das hier? Himmelstränke erhöht Lebenskraft um 20. Oh. So, du kriegst jetzt den ganzen Plunder hier von mir. So. Brummsäbel. So. Geh nur wieder zurück. Und sammeln erstmal wieder fleißig. Das war hier Hadeburg, genau. So. Erstmal hier war, glaube ich, was Feines drin. Geh auf. Naja, na, weniger. Kriegen wir die jetzt auf? Ja. Hier war eine Hose für mich drin. Die ist aber scheiße. So. Dann wollen wir mal. Die schleichen immer noch rum hier, die Drecksäcke. Wie viel haben wir noch frei? Naja. Auch nicht gerade die Wuppe in Eimern. So, hier lag einer rum. Ist nur einer? Ja. Der Rest lag überwiegend hier hinten noch hinten rum. Die mir hinterher? Nö. Ich glaube, wir haben schon wieder Orbmangel hier. Aber komm hoch, ja. Mensch, komm hoch. Wo ist mein Teleporter? Hier. So, gleich nochmal das Ganze. So, jetzt ist der Herr also hier, hä? So, ja, komm, nimm den Scheiß. Ringe. Guck mal her. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber ist egal. Füße und was. Jo. Cool. So. 300 was? Können wir die hier drauflegen? Nee. Was ist das hier? Erforderliches Level 37. Wir sind gerade auf Kurs zu Level 35, Quarz. Keine Ahnung, irgendwas für den Trank. Hm? Ach, komm. Auf der Durchreise. Nein, nee, ach, Alter. So. Teleportstein, genau. So, dann machen wir weiter mit der großen Ausräumaktion hier. Wir wollen ja nicht umsonst geschnetzelt haben. Haben die Oger uns erschnüffelt oder was ist das für eine Kampfmusik? Oh, den Rest hatten wir, glaube ich, alles, oder? Soweit. So. Da gucken wir dann unten nochmal, ob da noch ein paar Orks sind. Jo. 180.000 Kröten. Nein, du sollst mitnehmen. Mitnehmen. Na
So, Hadeburg haben wir ausgeräumt. Ganz mein Fall. Ja. Ah, ja, guck mal hier. Mal sehen. Wir hätten wir glatt vergessen. Ja. So, sind hier jetzt noch welche irgendwo? Ich könnte die Truhen höchstens mitnehmen. Lohnt sich das? 398. Jo. Jetzt sind wir erst bescheuert aus. Genau, hier geht's lang. Was mal hier? Keine Ahnung. Ich weiß ja auch, wo wir hingehen können, falls uns hier die Orks ausgehen. Die gehen uns gerade hier irgendwie aus, oder? Hier ist keiner mehr. Das ist belastend. So, gib mal her hier. 400. Ja, von mir aus, an mir soll es nicht liegen. Guck mal hier. Zack. So. Wir sehen jetzt mit jedem Kleidungsstück, das wir anlegen, bescheuerter aus. Wo sind wir? Hier. Genau hier runter. Haben wir wirklich komplett Hadeburg hier aufs Korn genommen. Das ist ja eine Scheiße, weit zu laufen jetzt. Doof. Oh, guck mal. Da unten sind noch Spielkameraden für mich. Na, mach doch, Mensch. Ey, komm, steh auf. Alter, was schießt du dir hier auf mich? Bist du Bomben auf mich oder was? Alter, was ist denn das? Komm, lauf! Bleib doch nicht immer stehen! Schützen immer zuerst. Ja, komm, mach. Wie viel Holz haben wir noch? Könnte interessant sein. Oh. Wo ist der andere? Lauf doch noch einer. Er hört schon wieder auf. Nee, wegen den zwei Dingern fahre ich jetzt nicht extra zu den Händlern. Ja, dann gehen wir weiter hier. Na, wir nähern uns. Schau dir mal die beiden Bögen an. Welche? Ach so, was ich jetzt liegen lassen habe und... Warte mal, wo war denn das jetzt?
Das finde ich doch nie wieder. Ja, da. Wollt ihr die übereinander legen? Das sieht der Kaffee sofort. Nee. 40. Nee. Geht nicht. Gut gedacht, Kaffee, auf jeden Fall, aber ich denke mal, das war das, was du meintest. Ja, wie gesagt. Wegen den zwei Dingern. Wir machen jetzt aber nur so viel wie nötig, dass wir hier unser Level 35 kriegen hier bei den Orks. Den Rest. Es wirkt? Natürlich wirkt das. Nette Abwechslung. Das sind Golems. Nee, lass mal. Wir wollen erstmal auf die Straße zurück. Wo geht's denn hier hin? Keine Ahnung. Das Problem ist, wir machen den ganzen Spaß wie für eine Rüstung. Ich weiß ganz genau, wenn wir die Rüstung haben, 2 Minuten später kriegen wir eine bessere, die wir ohne so viel Aufwand gehabt hätten. Das ist immer so. Ah, die wollen hier, die wollen mitspielen. Aber allesamt Pfützen hier. Wieso wurde ich mir wieder entwaffnet, Mann? Hör doch mal auf mit der Scheiße. Mal sehen. Mann. Wo ist mein Stock? Oh. Das ist lästig. Das ist echt lästig. Mann! Wo ist denn das Ding jetzt? Mann! Für den letzten Schlag hat es natürlich nicht mehr gereicht. Immer wieder das Gleiche. Hau doch, uff! Wo ist der andere? Ach, den hat man hier vom Hocker gerissen. So. Na komm. Der Zauber ist ganz schön low, ja, irgendwie schon. So, bleib stehen und up. Hau dich zusammen, ich sag's dir. Ich sag's dir nicht nur einmal. Ach, die hat leider diese Hose, die war so schön. Unsere Superwaffe hier auch jedes Mal uns all hier aus den Latschen hauen. Ah, das hätten wir drauflegen können auf den anderen, war egal. Haben wir noch mehr von dem Zeug? Handschuhe, die wir nicht brauchen. 241. Ja, weg damit. Hier versteckt sich irgendwo ja Scheiße und uns das ganze Ding jetzt zumüllt. Auf der Durchreise. Sei gegrüßt. Oh, wo waren wir jetzt? Ja. Ich grüße dich.
Du grüßt mich aber ziemlich spät. Oh, nimm mit. Nein, mitnehmen. Ist vielleicht interessant. Ja. Quatsch mich aus. Das Gequake vom Helden hier. Waren die vier gewesen? Das ist der vierte. Ja. Wir hätten doch über den Teleporter gehen sollen, der Burg dort oben. Reizen der Gesellschaft. Ja, und genau deswegen gehen wir auch vorbei an denen. Dann sind wir fast da. Ich meine, wir könnten uns natürlich auch mit den Drachen dort rumplagen jetzt, aber... Also wir hatten irgendwelche Zauber, hat man noch vorhin eingesammelt. Was war denn das? Blitzschlag. Wir probieren es mal. Was haben wir gekriegt? Feuerschild, irgendein Krieger oder sowas. Das ist ein Oktokron, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir steuern als nächstes wieder ein Relikt an, wenn wir hier die Rüstung haben. Ich meine, hätten wir gestern Abend mit meinem Buff beim letzten Stream gestern hier nicht diesen Zeitdruck gehabt, dass ich Feierabend machen wollte, da hätte ich die Orks auch so platt gemacht hier. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ich meine, das schaffen wir alles irgendwie. Aber naja. So, die waren hier links daneben gewesen. Ja, ey. Oh. Hä? Nein! Du hast was. Gleich nochmal. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Was haben die sich denn verkrochen? Wow! Der Blitzschlag, der ist ja sowas von öde. Ich glaube, wir süffeln mal hier. Trank. Aber mit dem Trank besser. Irgendeine feige Ratte, die dich beschützen könnte. Bleib stehen! Schön die Schussweite von den anderen Pennern da oben rennen. Danke. Ja, aber ich muss es ja dann aus den Pferden wieder sinnlos rausholen dann immer wieder, um das zu verkaufen, das Zeug. Dann kann ich es gleich verkaufen gehen. Das spare ich mir den Weg. So, machen wir hier. Das ist eben das. Yeah.
Jo. Wie gesagt, das ist halt der Gedanke dahinter. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie viel Erfahrung jetzt so ein Orki gibt. Ui, Entschuldigung. Ich zeig dir mal, wie das geht. Hat der jetzt gegeben? Keine Ahnung. 100 oder so, oder? Hm? Wer hat uns denn jetzt vergiftet hier? Ich bin mehr am Feiern gerade als am Spielen. Ah, wir haben es gleich. Bleib stehen! Jetzt geht's schon wieder los, wir sind gleich voll. So. Wir brauchen, glaube ich, mindestens noch einen. Komm, scheiß drauf. Wir brauchen vielleicht noch einen Ork hier. Ein oder zwei. Aber der Tagesziel erreicht. So. Ja, hier ist ja bloß der Drachen. Sag mal, vor den paar Orks habe ich Angst gehabt das letzte Mal. Hm. Auf sowas stehe ich. Ja, ich muss ja gucken, wo ich. Stimmt, ich muss ja gucken, wo ich Alchemie lernen kann, genau. Hm? Ach, hier, heile Dings. Warte. Kommt mir gelegen. Nicht schlafen. Ei! Komm, lauf weiter! Wo war das Ding jetzt gewesen? Lauf doch, Bitch! Ja, jetzt fängt er an zu ruckeln, weil es zu viel raucht. Das ist im Spiel schon wieder zu viel. Wir speichern mal neu. Warte mal. Wir gehen mal kurz, Teufel. Jo! Oh, jawoll, ich sag grad noch Jo und bumsen sind tot. Hatten wir das mit dem Teufel jetzt schon gemacht? Natürlich nicht. So, wo ist unser Teufel? Hier. Komm. Nee, lass mich nicht einkreisen, ihr Mensch. Wo nehmen denn die in den Dreck aus, die auf mich schießen hier? Da ist doch nichts, da ist doch bloß Pflasterstein. Oh.
Komm, hau drauf! Mann, mach den Zauber! Kommt auf einmal einer und haut mich quasi instant um. Komm, lauf, lauf, lauf. Skrupel. Nee, 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 nee. Oh, was ist denn das? Komm. Die Drecksäcke hier. Dreck hier. So, haben wir jetzt alle. Nee, haben wir nicht. Immer diese feigen Camper. Na, wirf. Können wir uns auch aus der Unterwelt heraus teleportieren oder müssen wir an die Oberfläche? Die Pflanzen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Einen guten Tag. Ja. Unterwelt. Wo war das jetzt? Das war hier unten gewesen.
Das hat mir noch gefehlt. Was? Da ist vielleicht was. Hör auf zu quatschen. Mach einfach. Was hast du hier? Was ist das für ein Ding? 340 Feuerschaden und 300. Ich glaube, wir haben gerade was gefunden, was hier fast unseren Knüppel ablösen könnte. Aber eben nur fast. Feuerschaden 308. Wir haben 300. Ich glaube, das behalten wir. Auf wie viel kriegen wir den mit dem Feuerschaden? Obwohl. 691. Da müsste man eventuell mal gucken, ob wir da noch einen kriegen. Oh, ist schon wieder voll hier, na klar. Oh. Nö. Hab ich nicht. Die Pflanzen, die sind in einer realen Welt so mit den Pflanzen. Komm schon so. So, den behalten wir tatsächlich mal. Ich sehe dann, wenn ich irgendwie Alchemie mache, ein Rezept habe oder sowas und der mir dann sagt, hier das fehlt, dann weiß ich halt, was fehlt, aber dann muss ich suchen und fertig. Ist nein. Echt interessant. Ja, das ist ein Teleporterstein, ich sehe Quatsch von dem. Haben wir dann endlich mal ausgeräumt hier. Warte. 706. Das klingt alles richtig klasse hier, aber wir haben die erste Zahl, die ist immer mehr. Wir können schon wieder hier weiter rein. Komm her, ja. Komm weg mit dem Scheiß. Ach, Falle benutze ich sowieso nie. Was ich sowieso nie benutze, das können wir auch hier wegschmeißen. Komm, Scheiß drauf. Was ist das hier? Komm, weg damit. Stelle ich mir das vor. Pflanzen geben permanent den Boni. Das weiß ich, dass wir trinken. Wir können uns das ja mal angucken, aber ich glaube nicht, dass wir das heute noch machen. Wie gesagt, ich gehe dann nochmal auf Reliktkurs. Unser Level 35 müssten wir definitiv haben hier, auf jeden Fall. Fast 36 schon wieder. So. Haben wir jetzt alles hier. Gut, okay. Dann soll uns das genügen. Nein. Ist jetzt mein Inventar voll für den Teleporterstein? Wollt ihr mich verarschen? Ja, schmeiß den Scheiß hier weg. Was ist das hier?
Aber einen Abstecher mit dem Teleporterstein machen wir noch, bevor wir hier rausrennen. Wir wollen den Teleporterstein ja schließlich wieder mitnehmen. Du bist zurück. Was will ich denn von dir? Nein! Dann lass dich nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, was? Dir will ich doch gar nicht. Ich bin hier zu meinem untoten Gaul. Check die Waffe weg, nicht den Gaul umhauen. So, das Ding hier. Jo. Wo hat die andere jetzt hingemacht? Wie schmeißt der hier hin? Ach so, weil das Inventar voll ist. Na, komm her hier. Nein. So. Okay. Junge. Du kotzt mich an. Was legt ihr das auch, auf dieselbe Taste? So. Schön hier. Ja, den nehmen wir wieder mit. Warte mal, was war hier drin? Mach auf. Mal probieren. Level 36. Ist besser. Können wir auch tragen, wenn wir viel, aber darauf bin ich jetzt nicht aus. Also ich mache jetzt nicht nochmal eine Levelreise hier. Wir gehen jetzt zu dem normalen Teleporter zurück. Und da gucken wir, was wir noch schaffen können, weil wir müssen ja jetzt eher Feierabend machen. Guck mal, wie kunterbunt wir hier angezogen sind. Dann nimm's doch mit hier. So, da ist er ja. So, pass auf. Da gucken wir mal, wo wir jetzt ein Relikt oder sowas holen können. Relikt. Hier hinten. Nun fehlt nur noch das Luftelement. Ja, nur noch, ist gut. Was ist hier hinten? Das ist hier hinten direkt. Da können wir, brauchen wir uns nicht teleportieren, da können wir eigentlich auch hier hinten hintrampeln. Warte mal, was fehlt noch für ein Relikt? Wie viele Relikte gibt es überhaupt? Sind das bloß die drei? Wir können jetzt schon mal dorthin trampeln. Warte mal, was machen wir den für Schaden? Jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen. Was machen die mit uns? Das war's. Hm.
Die sind jetzt einfacher als ich dachte. Ich dachte, die machen jetzt irgendwie ganz besondere Sachen hier mit mir. Ich bin ja gespannt, was uns dort erwartet. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das in 5 Minuten schaffen werden. Was ist das denn? Ach komm. Wirkt da. Was? Halt, leichte Verletzung gibt's wohl. Ja, okay. Also, das Wirkdauer hat ja keins vergessen. Ich hätte schon kommen, wir sind hier genau in der Grube. Wir hätten auf der anderen Seite von den Felsen langlaufen sollen. Du siehst wahrscheinlich auch raus. Warum renne ich dann weiter? Ich weiß, ich bin auch so doof und greift die an. Das sieht jetzt nicht unbedingt einladend aus hier, das ganze Gebiet. Das sieht nach irgendwas scheiße aus, die uns vergiftet. Nein, so lasse ich mir das gefallen. Skorpione. Ja, Skorpione haben dumme Angewohnheit, andere Leute für zu vergiften. Was haben wir denn da? Was geht denn da für eine Treppe hoch? Ach nee, das ist ein umgekippter Baum. Hier ist irgendwas. Wenn wir hier jetzt noch einen Teleporter oder sowas finden würden, damit wir hierhin zurückkommen können. Ich sehe nicht ein, jetzt einen von meinen zu verschwenden. Nee, gehen wir jetzt nicht rein. Was wir alles noch ablaufen und aufdecken müssen. Auf der Seite, guck mal, hier haben wir überhaupt noch nichts aufgedeckt. Wir gehen erstmal hier hinter, also wir gehen erstmal zum Ziel. Zeit drängt.
Hilfe! Hilfe! Ich werde angegriffen von Gegenständen! Hilfe! Diese scheiß schnell die Mistviecher! Wo ist lang? Da? Oder? Andere Richtung? Hier ist wie so ein Weg eingezeichnet, also ich schätze mal hier lang. Von denen halten wir uns mal ganz konkret fern. Ist schon mal so ein heiles Schreien, das ist schon mal nicht schlecht. Ganz mein Fall. Also alles die Erfahrungspunkte, die hier rumlaufen. Mal sehen. So leicht. Ja, normalerweise müssten wir uns hier durchkämpfen. Aber wie gesagt, ich habe die Zeit einfach jetzt nicht. Dass es hier keinen Teleporter gibt, das Gott mir an. Zumindest habe ich noch keinen gefunden. Ist ja immer komisch, dass viel von so einem Rollenspiel dann auch viel aus Schnetzeln besteht. So, ich würde sagen, ich meine, ich weiß, 23 Uhr war abgemacht, aber ich will ja noch mindestens zu dem Nest kommen, was wir gerade gesehen haben, dass wir vielleicht auch den Teleporterstein kriegen. Und dann würde ich. Jawohl, es ist Gefahrenverzug und der rennt nicht weiter. War hier das Ding hier. Irgendwas ist dort. Ich weiß nicht, was es ist. Eieiei. Hm.
Wüste! Nein, bitte keine Wüste! Oh nö! Vorne ist irgendwas. Laufen irgendwelche Gestalten rum. Ich wollte mich jetzt eigentlich nirgends mehr rumprügeln, großartig hier. Ich will jetzt gucken, ob die Teleportersteine hier haben. Was sind das? Warm, was macht denn ein Warm? Abwechslung. Könnte interessant sein. Nee, wir müssten mal wieder dieses Hin und Her machen mit dem Teleporter. Haben wir noch einen Teleporter, einen stationären hier irgendwo? Was ist hier drin? Keine Ahnung. Hier ist ein Teleporter, da ist er doch. Da ist er doch. Okay. Okay, da sind wir jetzt hier hinten. Wir machen da Feierabend, wo wir immer Feierabend machen. Jo. Warte. Speichern erstmal. Du bist zurück. Hast du alle Teile des Relikts? Ich weiß nicht, ob das alle sind. Nö. Nee. Dann lass dich nicht aufhalten. Je schneller du deine Mission erledigst. Hast du sie in letzter Zeit gesehen? Wie geht es ihr? Ich muss dich enttäuschen. Aber Ho hat dir doch alles erklärt. Ich hatte ihn ausdrücklich angewiesen, dir alles zu sagen. Als wir uns zuletzt trafen, hast du die Antworten doch selbst noch nicht gewusst. Merkwürdig. Aber zwischenzeitlich konnte ich es in Erfahrung bringen. Der Rahmen müsste sich in Ulta Kargas Besitz befinden, in Talmont. Die restlichen vier Steine sind über den Kontinent verstreut. Der erste Stein wurde mit König Satrius begraben. Irgendwo in der Nähe von Windbreak. Zwei weitere sind irgendwo in Arshos und Gorgamar. Der letzte soll sich in Drakkar befinden. Danke. Komm wieder.
müssen wir so aus dem Inventar rausgehen. So, wir brauchen also noch zwei. So, Drakar, Archholz, Gandomar oder wie? Was? Archholz war Gordamar. Das ist das Feuerelement. So, was ist das hier? Teleport. Nest des weißen Drachen. Drakar. Ist das hier, gehörte das dazu, Drakar? Ist das das oder ist das wieder was anderes? Keine Ahnung, da müssen wir auf jeden Fall noch gucken gehen. So, also zwei haben wir, drei, vier brauchen wir insgesamt. Ja. Ne, okay, wie gesagt, wir machen heute früh auf Feierabend. Westliches Armeelager, Archos. Finde Hexo. Archos ist die Hütte hier. Quest in der Unterwelt. Ja. Da können wir in Archos das nächste Mal weitermachen, oder? Was? Junge, du kotzt mich an. Leg den Scheiß wieder hin. Oh, Archos, das war das Ding hier. Archos Teleport, wir gehen direkt hier rein. Einen guten Tag. Ich würde sagen, wir sind 15 ist die absolute Grenze, die wir bisher war. Ja, wie gesagt, das, was Kaffee zum Beispiel hier meinte, mit den ganzen Pflanzen und so, das ist, wie gesagt, das sind so Sachen, auf die achte ich wirklich selten, bis gar nicht in so Spielen. Die ganzen Kräutige. Wir müssen noch Alchemie. Jetzt hier rein, ist das der Eingang? Wir gucken bloß mal, was hier unten ist. Ist richtig gemütlich hier. Was ist denn das hier? Teil einer Mission, Schwester Wasser, Wasserelement. Scheiße, hier kommen wir nicht durch. Müssen wir wahrscheinlich erst noch eine Quest machen, damit wir dort durchkommen. Hintereingang. Aber das ist hier auf jeden Fall das Wasserelement. Wir sind also goldrichtig. Genau, hier müssen wir rein. So. Hey. Wie gesagt, dann machen wir jetzt Feierabend hier, komm. Lohnt sich nicht mehr jetzt noch irgendwo. Okay, dann soll es das tatsächlich für heute schon wieder gewesen sein. Bin raus. Ja, okay, Kaffee. Ich bin auch raus. Guck mal hier. Pass auf. Beenden. No. Gut. Dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken fürs Zusehen. So, wir gucken, wen wir hier noch raiden können. Wen können wir hier noch raiden? Niemand da, den wir raiden können von meinen Leuten, die ich Dings hier gehostet oder sonst was habe oder gefolgt habe. So, gut. Dann machen wir direkt Feierabend für heute. Niemanden raiden. So, wo habe ich jetzt mein OBS? Ich nehme euch mal kurz Bild weg hier. Gut, da kriegt er jetzt noch einen Link von mir. Dort gibt es das Titan Quest, was wir hier mit den Kollegen machen. Dort muss ich, wie gesagt, ja, gleich mit dran teilnehmen. Dann, ja, ihr kriegt jetzt auch wieder ein Bild von mir, meinetwegen hier.
müssten ja ganz paar Folgen schon hochgeladen sein. Jo, wo ich noch nicht dabei war. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe, ein angenehmes Wochenende auch auf jeden Fall. Und damit. Ciao.